Über 10 Millionen Menschen leben in Deutschland mit chronischen Schmerzen. Mediziner sprechen von Volkskrankheit. Aber was ist Schmerz eigentlich? Und wie unterscheiden sich chronische von herkömmlichen Schmerzen? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Dr. Friedemann Reiser. Er leitet die Schmerzambulanz hier am Klinikum in Bad Waldsee. Hallo, Herr Dr. Reiser. Hallo, Frau Gündert. Herr Dr. Reiser, ich stelle mir den Schmerz so vor. Es gibt einen Reiz. Dieser wird über die Nerven in das Schmerzzentrum des Gehirns übertragen und dann nehmen wir ihn wahr. Kann man das so einfach beschreiben? Ja, das entspricht der Vorstellung vom 17. Jahrhundert. Diese lineare Wirkungsursachenbeziehung ist nicht mehr aktuell. Es ist ein sehr komplexes Wahrnehmen. Vielmehr ist der Schmerz, um es vielleicht ganz kurz auszudrücken, das Ergebnis einer mentalen Gefährdungsanalyse. Je gefährlicher wir einen Schmerz oder einen Reiz einstufen, je mehr tut er weh. Schmerz ist ja nicht negativ oder positiv. Er hat ja auch eine wichtige Funktion. Ja, absolut. Sie sprechen hier den Akutschmerz an. Schauen Sie, nehmen wir an, Ihr Blinddarm ist entzündet und er ist kurz vorm Durchplatzen. Was würden Sie machen, wenn er nicht weh tun würde? Das ist der akute Warnschmerz, der Akutschmerz, der schützt Sie und zwingt Sie, das zu machen, was Ihrer Heilung dient, hinzulegen und Therapie abzufordern. Mhm. Dieser Schmerz gibt einen absoluten Sinn, wir brauchen ihn. Jetzt haben wir gerade Akutschmerz gehört und dann gibt es auch die chronischen Schmerzen. Wo liegt denn da der Unterschied und wie entstehen sie? Ja, jeder Schmerz beginnt irgendwann mit einem akuten Ereignis. Das kann eine Operation sein, kann eine Entzündung sein, eine Verletzung sein. In der Regel werden dann die Ursachen behandelt und wenn der Schmerz etwa nach 3 Monaten ohne eine Ursache zu finden immer noch nicht weg ist, dann reden wir von einer beginnenden Schmerzchronifizierung. Dieser Schmerz gibt keinen Sinn mehr, er ist eine selbstständige Erkrankung. Schmerz ist ja immer subjektiv. Ich empfinde Schmerz anders wie Sie höchstwahrscheinlich. Welche Herausforderungen entstehen dadurch in der Diagnostik? Am Anfang steht, dass der schmerzgequälte Patient immer Recht hat. Okay. Immer Recht hat. Ja, es gibt Patienten, die haben in der Tat Genovit, also von Natur aus eine höhere Schmerzempfindung wie andere Menschen. Auch wie vorher schon gesagt, es ist auch die Frage, welche Vorstellung habe ich bei einem bestimmten Reiz, der mir Schmerzen bereitet. Also hochsubjektiv. Und wir müssen uns, um überhaupt an die Patienten da ranzukommen, wo dann im Endeffekt ein sinnvolles Therapiekonzept steht, uns ganz absolut auf die Ebene, auf die Wahrnehmungsebene vom Patienten einlassen. Und dann können wir so individuell wie subjektiv die Schmerzen sind, dann therapeutisch rangehen. Vielen Dank, Herr Dr. Reiser, für diese interessanten Einblicke. Bitte, Frau Gündert.